Philipp Moog ist Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Mit anderen Worten, künstlerisch gut unterwegs. Heute Vormittag ist er bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen. Wann war Ihr letzter Dreh? Mein letzter Dreh war letzten Herbst. Letzten Herbst? Mhm. Worum ging es da? Das war einmal Kanzlei Berger, das ist eine Anwaltsserie, da hatte ich eine Episodenhauptrolle. Und beim Bergdoktor war ich. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben meinen Großvater gespielt. Okay. Der seine Schwiegertochter vergewaltigt hat. Sind das die Brot- und Butterjobs, von denen man weiß, man kriegt keinen Grimme-Preis, aber man kann seine Familie ernähren? Das wäre es mal, für einen Bergdoktor, für eine Episodenrolle einen Grimme-Preis zu bekommen. Das wäre natürlich toll. Nee, beim Bergdoktor muss ich sagen, Bergdoktor klingt immer so ein bisschen kitschig nach Alpen und tralala, aber das sind immer ziemlich gute Episodenrollen, auch ziemlich gute Frauenrollen sind da immer drin. Alice Schwarzer hat, glaube ich, gesagt, dass sie Bergdoktor gerne guckt, weil die Frauenrollen darin so stark sind. Das muss ich sagen, auch die Rollen da drin waren super. Wann waren Sie zuletzt im Synchronstudio? Im Synchronstudio war ich vor 2 Tagen. Vor 2 Tagen? Ja. Und haben wen synchronisiert? Neil Patrick Harris. Nee, vor 3 Tagen. Entschuldigung, vor 3 Tagen. Neil Patrick Harris in einem Weihnachtsfilm. Darf ich fragen, wer das ist? Ich weiß Neil es nicht. Patrick Harris ist ein Schauspieler aus Amerika, der ziemlich berühmt geworden ist durch die Rolle Barney Stinson in How I Met Your Mother. Eine Kultserie, die, keine Ahnung, 9 Jahre lang ging. Ist der schwer zu sprechen? Ja, der spricht ziemlich schnell. Er changiert und hat 1000 verschiedene Facetten. Und ich habe mir jede Folge von diesen, keine Ahnung, gefühlt 1000 Folgen angeguckt vorher, um darauf vorbereitet zu sein, was wieder kommt. Also die Spielerei und das Sprechen ist das eine. In Ihrem Fall kommt, was das Künstlerische angeht, das Schreiben dazu. Sie haben jetzt Ihren zweiten Roman möglicherweise auch Corona-bedingt fertigstellen können. Ja, aber es war eigentlich, ich habe den 8 Jahre lang geschrieben. Also ich habe relativ knapp nach meinem letzten Roman, lebenslänglich, habe ich damit angefangen. Aber das war, ja, Corona hat mir natürlich auch noch mal mehr Zeit gegeben für den Final Touch, für das Finish. Aber ich war eigentlich immer dran, mit großen Pausen auch, um Abstand zu gewinnen, auch zum Buch immer. Wie lang waren die Pausen? Manchmal auch ein halbes Jahr. Wie schwer ist es nach einem halben Jahr, in dem ja ganz andere Dinge passieren, dann wieder in so einen literarischen Stoff reinzukommen? Also für mich war das sehr hilfreich. Die Pausen waren eigentlich am hilfreichsten, weil das eine relativ komplexe Geschichte ist. Und der Abstand hat mir immer geholfen, wieder das Ganze objektiv zu betrachten. Ja. Underworld, das ist der Titel des Romans. Eine Familiengeschichte um einen sterbenden Patriarchen mit einem Familiengeheimnis und... Das Besondere daran, die Geschichte wird aus den unterschiedlichsten Perspektiven der jeweiligen Familienmitglieder erzählt, die sie ja alle erfunden haben. Schön. Absolut. Ja. Ist es schwerer, sich in eine Frauenrolle reinzudenken, in die Rolle eines Jungen oder in die Rolle eines Alten? Oder kann man das so gar nicht sagen? Ich glaube, dadurch, dass ich Schauspieler bin und auch halt viele Leute synchronisiert habe, ist eigentlich jetzt, hat nichts mit dem Geschlecht zu tun, mit dem Alter. Fühlt sich, oder ich habe mich einfach in die verschiedenen Figuren hineingefühlt, habe aber teilweise auch dann den Strang immer verfolgt, auch wenn ich das wieder, wenn ich daran noch was umgeschrieben hatte, habe ich mich dann auch immer nur auf eine Person konzentriert. Aber das war wie bei einem Schauspieler, der sich in eine Rolle hinein. SWR 1, Leute, heute Vormittag mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Philipp Moog, der dazu diese schriftstellerischen Fähigkeiten besitzt, 2. Roman, gerade veröffentlicht. Dazu haben Sie inzwischen wie viele Fernsehdrehbücher geschrieben? Verfilmte. Ach so, verfilmte. Ja, gut. Es gibt verfilmte 14, glaube ich. Und sagen wir mal, locker nochmal 7 oder 8 unverfilmte, die im Giftschrank liegen, schlummern. Giftschrank heißt, Sie sind der Einzige, der den Schlüssel haben, um aufzuschließen? Meine Wenigkeit und mein Co-Autor, zusammen, wir haben beide einen Schlüssel. Wird da nochmal was draus? Also ein Buch, das heißt Schnitzeljagd, handelt von einer Schnitzeljagd um den Starnberger See, eine gesellschaftliche Groteske, die versuchen wir immer noch an den Mann zu bringen. Also ich kenne mich da nicht so aus, aber das klingt erstmal ungewöhnlich, dass man einfach ein Drehbuch schreibt oder letztlich drauf los schreibt, in der Hoffnung, dass irgendwann mal einer kommt und sagt, hallo, ich nehm's.
Ja, es ist schon schwer. Also oft, normalerweise wird ja erstmal ein Exposé erstellt, das wird dann auch irgendwie bezahlt. Da ist schon mal die grobe Geschichte drin und dann gibt es ein Bildertreatment, da werden die einzelnen Bilder nochmal aufgeführt. Aha. Und dann, wie dann das Möblement, wenn man dann das Haus einigermaßen fertig hat, kommen dann die Dialoge, wie die Möbel, die dann reinkommen. Okay. Aber wenn man sowas im Auftrag hat, wird es natürlich auch dann sukzessive bezahlt. Aber wenn man drauf losschreibt, dann muss man erstmal gucken, ob man das ganze Konstrukt dann an den Mann bringt. Okay. Was jetzt den Roman angeht, sind Sie da genauso vorgegangen? Also ein fertiges Gerüst, wo dann die einzelnen Personen und Figuren auf diesem Gerüst platziert werden? Ja, das hat also von Anfang an stand die Geschichte. Es war halt nur schwierig, weil es eben aus den verschiedenen Perspektiven der Familienmitglieder erzählt wird, das dann alles zu füllen und alles reinzubekommen, aber trotzdem nichts zu verraten. Und auch da eben, wie gesagt, sind die Pausen, das Nichtgesagte, ganz oft das Wichtige. Ja. Hatten Sie da einen fertigen Vertrag mit dem Verlag schon in der Tasche oder haben auch drauf losgeschrieben? Nein, ich habe drauf losgeschrieben. Okay. Und allein schon der Gedanke, ich müsste schreiben, weil ich einen Vertrag habe, das würde mich schon unter Druck setzen. Ja. Also. Und das andere geht, also offenkundig geht's ja. Sie haben es auch vorhin da mit langem Atem, aber es geht. Beschrieben mit dem extrem langen Atem und dem extrem langen Pausen. Und wenn man dann ein halbes Jahr danach wieder in die eigene Geschichte eintauchen muss, dann liest man ja vermutlich erstmal das, was man vorher, also vor einem halben Jahr geschrieben hat. Aber das ist eben, das ist wunderbar, dieser Abstand ist wunderbar und ich finde es einfach auch schöner, also mal Drehbuch schreiben ist auch spannend, aber Roman zu schreiben, man kann einfach Gedanken schreiben. Ja. Ich kann Gedanken schreiben. Ich habe auch keine Redaktion, die mir sagt, da ist zu viel von dem, da ist zu wenig von dem. Ich bin vollkommen frei. Es gibt dann nachher einen Lektor, der korrigiert die Sachen oder sagt, oh Gott, da ist es zu langatmig oder so. Das war zum Glück nicht der Fall. Aber ich bin vollkommen frei. Ich kann denken und kann das dann aufschreiben. Das ist super. Und beim Drehbuchschreiben ist es gerade andersrum. Da muss man eine erste Fassung und eine fünfte und eine neunte. Und dann gibt es einen Redakteur und der sagt, das gefällt mir nicht und jenes sollte anders sein. Und heutzutage ist es eben auch durch die elektronischen Geschichten, kann dann jeder nachher noch irgendwie an dem Buch rumarbeiten. Das haben wir also öfters auch erlebt, dass das Drehbuch dann fertig war. Wir haben es abgegeben und als es dann in der Drehfassung zurückkam, wirkte das, als hätte jemand in meinem Wohnzimmer die Möbel umgestellt, weil nichts mehr so stimmte, wie wir es eigentlich geschrieben hatten. Und man kann nichts mehr machen? Nee. Es ist gelaufen? Das ist dann gelaufen. SWR1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Philipp Moog, der aus Berg am schönen Starnberger See zu uns nach Stuttgart gekommen ist. Sind Sie da auch groß geworden, Herr Philipp Moog? Ja, genau dort. Das ist meine Heimat. Ich kenne jeden Baum. Jeden Baum und jeden Strauch? So ungefähr, ja. Und jedes Unwetter des Jahres 2021? Oh ja. Heftig? Sehr heftig. Also 23. Juni. Was ist passiert? Wir hatten einen gigantischen Hagel. Ich habe gerade Sprachaufnahmen gehabt für Servus TV zu Hause, weil es ja Corona-bedingt ist. Jetzt habe ich auch ein kleines Studio zu Hause und dann wurde es immer dunkler. Ich musste das Licht anmachen während der Aufnahme und dann habe ich gesagt, ich muss mal kurz Pause machen. Es wird gerade sehr, sehr dunkel und dann ging es schon los. Waagrecht kam der Hagel und hat meinen Garten pulverisiert. Also aber auch die ganze Umgebung, muss ich sagen. Also auf ein von Feldafing übrigens, weil Sie ja gesagt hatten, Sie waren schon mal dort. Über Feldafing, über die Roseninsel, über Berg, so ein Kilometer breite Schneise war platt weiß. Ja, und danach? Danach hat es ganz komisch gerochen. Und zwar nicht nach Blättern oder nach Erde. Es hat so harzig, eigentlich gut gerochen. Und dann habe ich das von jemandem erfahren. Das waren die aufgeplatzten Rinden der Bäume. Okay. Das war also ganz, ganz komischer Geruch. Und dazu war es eiskalt unten, weil alles voll Eis war. Aber die Luft war wahnsinnig warm. Und es stieg ein Nebel auf. Das war unglaublich. Ich bin dann rumgefahren. Aha. Und das war gespenstisch. Was ist alles kaputt gegangen? Blumen, Sträucher? Also alles. Die Bäume wurden komplett entlaubt. Also richtig komplett alles. Dann ist eben diese Eisschicht, hat es eben dann noch alles zusammengefroren. Aha. Ich habe also sehr viel großblättrige Pflanzen, weil das so ein Hobby von mir ist. Und das war alles. Aber es kam wieder. Es kam wieder, weil der Johannistrieb, sagt man, der Ende Juni so kommt, der hat sich etwas verschoben, weil der Winter so lang war und der Frühling so spät kam. Und dann war Mitte Juli, ging es wieder los und alle Bäume und Büsche haben wieder ausgetrieben. Und jetzt sieht es eigentlich wieder so aus wie vorher. Also bedeutet, die Natur kann sich schon auch erholen. Auf der anderen Seite, wir leben ja in sehr turbulenten Zeiten. Mhm. Klimatechnisch tut sich viel, wenn wir nach Russland gucken oder diese schrecklichen Waldbrände, die es auch im Sommer gegeben hat. Sind Sie jemand, der da auch von der Politik oder von einer jetzt zu bildenden Koalition da
deutlich mehr erwartet als das, was bislang passiert ist? Auf jeden Fall. Ich finde die Richtung wirklich gut. Zusätzlich muss ich sagen, ich esse kein Fleisch zum Beispiel. Einfach schon lange? Schon etliche Jahre nicht. Ich finde einfach, da kann man auch so, man kann so, jeder kann für sich so ein bisschen was machen. Man muss ja nicht gleich alles, so ein Diktat sein. Aber ich finde, wenn jeder einfach so bewusst denkt und seinen Teil dazu beiträgt, recyceln. Und wie gesagt, eben auch gucken, was man einkauft und so. Bio-Sachen einfach und vom Bauern kauft und so. Auf der anderen Seite muss natürlich auch die Politik, die handelnde Politik, sprich auch eine neue Koalition, entsprechende Vorgaben geben. Brauchen wir da mehr an Vorgaben? Und muss es dann letztlich möglicherweise auch dem Einzelnen mehr wehtun, als das bislang der Fall war? Also es wird auf, man muss einfach, ich glaube, man muss es, die Kommunikation ist wichtig. Also mit Verboten, das finde ich, sagt jeder sofort nein, das kennt man aus der Kindheit, dann findest du was immer doof. Aber ich glaube, wenn man die Leute mitnimmt und das verständlich macht, wenn man das einfach verständlicher macht, dann und die Kommunikation besser ist und was Gemeinsames. Ja. Und ich glaube, die sind auf einem guten Weg gerade. Das klingt irgendwie gut gerade. Ich wollte gerade fragen, also dieses Lagerübergreifende jetzt auch zwischen Grün und FDP, dass da möglicherweise mal was Neues entsteht, was man so gar nicht mehr erwartet hätte. Ich glaube auf jeden Fall. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist so eine Gemeinsamkeit. Und nachdem diese Koalitionsverhandlungen, ja 17 war das, glaube ich, gescheitert sind, ich glaube, jetzt ist das so ein Neuanfang, so ein Reset. Sie haben, Herr Moog, wir gehen zurück in die 80er Jahre, mal 2,5 Jahre in New York gelebt und damit in einer Stadt, die nach heutigen Kriterien damals unfassbar gefährlich war. Ja. Es war gefährlich, nachts irgendwo hinzugehen. Und alles, man hat immer gesagt, so alles, was dreistellig ist, also über 99. oben, also Upper West Side oder East Side, war eigentlich eine No-Go-Area. Was haben Sie dort gemacht? Also ich war auf der Schauspielschule in New York. Die war in der 44. unten im Neighborhood Playhouse. Ich hatte vorher einen Film mit Diane Keaton gedreht, Little Drummer Girl, Die Libelle von John le Carré. Und sie war auf der Schule und das hat mich einfach interessiert. Und der Regisseur George R. Hill hatte damals Butch Cassidy and the Sundance Kid und Der Clou gemacht. Uh-huh. Und da war eben auch Paul Newman und dessen Frau Joanne Woodward war auch auf der Schule gewesen. Und es waren also alles so verschiedene Kriterien. Und dann habe ich das gemacht und fand es ziemlich spannend. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass einer ihrer ersten Filme einer mit Klaus Kinski war? Ja, das war der. Das war der? Das war der. Wie nah sind Sie ihm gekommen beim Drehen? Sehr nah. Also ich war ja die ganze Zeit mit dabei. Ich war an verschiedensten Drehorten mit dabei und auch große Gemeinschaftsszenen mit Diane Keaton war ich mit dabei und habe ihn kennengelernt. War er dieser Wahnsinnige, als der immer gerne beschrieben wird? Nein, das war er nicht. Also ich glaube, der George Roy Hill hat ihn, das hat er mir erzählt, bei Warner im Studio schon auch durchsetzen müssen, weil er ja schwierig galt. Aber er war, glaube ich, auch dann ganz happy, dass er in so einer großen Produktion mitgemacht hat und hat sich eigentlich relativ zahm verhalten, muss ich sagen. Ja, wie hat er sich Ihnen gegenüber verhalten, als klar war, Sie sind ja ein deutscher und kein amerikanischer Schauspieler? Ganz, ganz angenehm, absolut. Ja. Also hat letztlich keine Rolle gespielt? Nein, dass überhaupt da einer, nicht. Okay. Nee, er hat sich da wirklich absolut kollegial verhalten, muss ich sagen. Ja, weil wir über New York gesprochen haben, der Bürgermeister damals war Giuliani? Später, also nachdem ich dort war. Okay, der dann aufgeräumt hat in Anführungsstrichen und anderen Stadtteilen und dann nach 9/11, wenn ich es richtig erinnere, zu einem dieser Local Heroes geworden ist. Ja. Also ich weiß nicht genau, wann er Bürgermeister wurde, weil damals war das schon ein heißes Pflaster. Also eine Klassenkameradin von mir wurde erstochen in den 80er Jahren, was natürlich für mich, ich da aus Starnberg komme und für mich war das absolut heftig, da, sowas zu erleben, auch dass dann so Kameras kamen, das Ganze wurde auch so vermarktet als so eine Serie irgendwie in so Zeitungen. Das war schon ziemlich heftig. Aber mir ist zum Glück nichts passiert. Viele wurden gemuggt, also einfach, dass man ausgenommen wurde irgendwo, wenn man um eine dunkle Ecke gegangen ist. Das ist mir erspart geblieben. Und der Giuliani ist dann später danach Bürgermeister geworden und hat recht grob für Ordnung gesorgt in New York. Das war zwar auf der einen Seite gut, dass es safer war, aber es war nicht alles korrekt, wie er es gemacht hat. Und noch sehr viel später ist er dann zu einer relativ traurigen Figur geworden. Ja. Wir reden von der Ära Trump. Wenn Sie heute auf die USA gucken, Trump ist weg, Biden ist da. Wie geht's Ihnen da?
Auf jeden Fall, dieses Fremde ist weg. Für mich war das wirklich, ich hatte überhaupt keine Lust mehr die letzten Jahre nach Amerika überhaupt zu fliegen oder dort zu sein. Und ich habe Probleme mit einem Land, in dem es immer noch die Todesstrafe gibt, ganz ehrlich. Aber es ist auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Und wie gesagt, was wir vorhin schon gesagt haben, die Kommunikation ist wieder da und auch normaler, als sie vorher war mit Trump. Ganz sicher. SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Philipp Moog, künstlerisch, um es nochmal zu sagen, sehr breit aufgestellt, als Schauspieler, Synchronsprecher, Drehbuchautor und Romancier, also Schriftsteller Philipp Moog. Das Synchronsprechen, wie viel Prozent Ihrer Alltagstätigkeit macht das in etwa aus? Mittlerweile 20% vielleicht. Okay. Gar nicht. Früher war das mal mehr. Und jetzt habe ich einige Feststimmen und die spreche ich dann immer, aber es ist nicht mehr so viel, aber die Sachen sind dafür sehr spannend jetzt. Welches ist Ihre wichtigste Stimme? In dem Moment, in dem ich spreche, immer diejenige, ganz klar, weil ich mich da voll reinhänge, aber ja, alle haben was. Ewan McGregor macht tolle Sachen, hat jetzt gerade diese Serie Halston gemacht, hat in Halston gespielt selber, das läuft auf Netflix. Und Owen Wilson ist auch toll, weil der Komödien macht, aber auch sehr ernste Filme. Orlando Bloom entwickelt sich super. Carnival Row, die Serie läuft. Und Neil Patrick Harris, der nach How I Met Your Mother jetzt auch einzelne Spielfilme macht, ist auch sehr spannend. Also mein Liebling ist Ewan McGregor trotz allem. Irgendwie. Okay, also was macht diesen Ewan McGregor nun so besonders und wie eignet man sich den dann an, um als Synchronsprecher die Rolle gut auszufüllen? Also er hat erstmal die Rollenauswahl. Ich glaube, er hat keinen einzigen schlechten Film gemacht. Ich kann sagen, der eine ist jetzt nicht der absolute Brüller, aber es waren alles immer anspruchsvolle Sachen. Und da ist er schon sehr picky mit seiner Auswahl. Und vorbereiten, klar, ich gucke mir immer natürlich die Filme vorher an, manchmal auch zweimal. Und wichtig ist, dass man im Studio, hört man den Originalton der einzelnen Szene, des Satzes, den man immer aufnimmt. Und das eben auch so oft wie möglich hören. Und natürlich kennen wir uns. Also eine semipermeable Bekanntschaft ist es. Er kennt mich nicht, aber ich ihn natürlich sehr gut. Ich weiß dann schon auch, welche Facette, Stimmlage da passt. Ja, ist er schwer zu synchronisieren? Ich glaube schon. Also es ist mittlerweile nicht mehr, es ist immer kompliziert, aber ich habe keine Angst davor. Also früher bin ich gestorben, oder ganz viele Kollegen vor dem Mikrofon, das ist immer ganz schrecklich, da muss man so ganz schnell in so einer Stimmung sein. Aber erfordert sehr viel Konzentration und Einfühlungsvermögen und auch schauspielerisch muss man dabei sein. Wie viel Einfühlungsvermögen braucht man für Orlando Bloom? Auch viel. Also der entwickelt sich gerade vom nur reinen Bo oder von Legolas und so, hat er jetzt einfach, fängt er an, auch Charakterrollen zu spielen. Und das macht er immer besser, finde ich. Also der entwickelt sich sehr gut. Und das ist auch sehr anspruchsvoll geworden. Wie ist es bei Neil Patrick Harris? Da muss ich ständig zwischen verschiedenen, auch jetzt wieder, wir haben so einen Weihnachtskinofilm, der jetzt rauskommt. Der ist in How I Met Your Mother hat er eben 1000 verschiedene Rollen gespielt und da musste ich mich natürlich auch dementsprechend immer anpassen. Auch sehr schnell reden war gefragt, aber es hat Riesenspaß gemacht. Wie groß ist eigentlich die Wiedererkennbarkeit als Synchronsprecher? Ich frage deshalb, also es gibt den berühmten Kollegen Christian Brückner, der den mindestens genauso berühmten Schauspieler Robert De Niro synchronisiert, und jedes Mal, wenn er im Taxi sitzt und dann sagt die Rechnung bitte, drehen sich alle um, weil sie denken, Robert De Niro sitzt hinten drin. Ob mir das auch so passiert, meinen Sie? Oder? Also schon sehr oft. Also mich wundert es, ich würde meine Stimme nicht erkennen, aber es gibt manchmal eben auch an der Kasse im Supermarkt, da sagt man nur Danke, Wiedersehen. Moment, sind Sie nicht die Stimme von? Ich würde das nicht erkennen, aber es gibt doch viele Leute, die ein sehr gutes Gehör haben und das sehr gut raushören. Hörbücher haben Sie auch gemacht. Steffi Anhalt, unsere Kollegin, hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es da Tante Poldi gegeben hat, was für Sie immer einen ganz, ganz hohen Stellenwert auch gehabt hat. Für Sie auch? Hörbücher? Ja. Ich befasse mich mehr mit dem Metier, nachdem ich jetzt mein zweites Hörbuch auch eingesprochen habe für Underwelt, für den neuen Roman.
Es ist sehr viel Arbeit. Es ist sehr viel Arbeit, ein Hörbuch einzulesen. Also den eigenen Text, das geht noch, weil man den natürlich geschrieben hat. Aber fremde Texte wie die Star Wars Trilogie zum Beispiel habe ich eingelesen. 1800 Seiten. Boah. Das war der Hammer. Und dann jede Figur musste eine eigene Stimme haben. Bei Tante Poldi war es auch so, dass das eben ganz viele verschiedene Charaktere waren. Und das ist schon eine Herausforderung. In meinem Roman sind es ja auch, glaube ich, 10 verschiedene Protagonisten, die alle eine andere eine andere. Das heißt, es bedeutet auch extreme Konzentration und Konzentrationsfähigkeit als Voraussetzung dafür. Es hat eine Freundin von mir gesagt, eine Schauspielkollegin, Karin Tietze, hat gesagt, wenn man so ein Hörbuch einliest, dann sitzt immer auf der rechten Schulter ein kleiner Teufel und sagt, jetzt versprichst du dich gleich. Na, jetzt gleich versprichst du dich. Und dann verspricht man sich auch. Und dann fängt man wieder von vorne an. Machen Sie das zwischenzeitlich immer häufiger aus dem eigenen Studio, dass Sie sich ja vermutlich Corona-bedingt eingerichtet haben? Nein, die Aufnahmen, das habe ich also für Anderwelt, für das Hörbuch, das habe ich im richtigen Studio aufgenommen. Wir haben das auch ein bisschen vertont, weil es verschiedene Zeitebenen sind, um das thematisch auch so zu unterbrechen, damit man auch weiß, wo und wann man, in welcher Zeitebene man ist. Zu Hause mache ich aber auch Dokumentation oder sowas. Okay. Wie heftig hat denn Corona bei Ihnen auch für Ihre Engagements reingehauen? Auch vor dem Hintergrund, dass Sie anfangs der Sendung gesagt haben, den letzten Dreh hatten Sie vor einem Jahr. Ich habe Angebote schon, aber ich möchte auch nicht mehr alles drehen. Also Figuren, die ich jetzt schon so oft gespielt habe, die sollen sich auch nicht wiederholen. Das waren also schon Angebote da, aber nicht das, was irgendwie so eine Herausforderung dargestellt hat. Und was das Sprechen angeht, Synchronisieren, als der erste Lockdown war, hieß es auch, alle Studios sind zu, Synchronstudios, alles ist zu. Also für 1-2 Monate. Und das war dann schon, man sagte, oh Gott, was machen wir? Und die Agentur, meine Sprecheragentur kam auf die Idee, hat gesagt, kauf dir ein Mikro. Und das habe ich dann auch gemacht. Und um meinen Schreibtisch herum ist ein kleines Zelt, was man so aufrollen kann. Sieht so ein bisschen aus wie so ein beduinisches Zelt. Aha. Und darin mache ich aber ganz viele Dokumentationen für ZDF, die sich dann von Mainz aus zuschalten. Und dann kann ich, jetzt haben wir gerade eine Reihe für ZDF-Info über die SS zum Beispiel. Und diese Sachen nehme ich zu Hause auf. Mit sehr guter Akustik? Ja, das läuft wunderbar. Hat sich noch keiner beschwert, ja. Ja, das Schreiben jetzt auch in Zeiten von Corona, wenn die Angebote ausbleiben oder einfach deutlich geringer ausfallen, eine schöne Alternative jetzt auch für Sie als jemand, der Drehbücher geschrieben hat und jetzt den zweiten Roman veröffentlicht hat? Also auf jeden Fall macht es Spaß, obwohl ich auch sagen muss, es hat nicht so nachgelassen, die ganzen Sprachsachen und so, das läuft eigentlich ziemlich gut. Aber ich kann eigentlich auch am besten schreiben, wenn ich viel zu tun habe. Weil ich bin dann auf so einem grundsätzlichen Energielevel. Also ich bin dann nicht jemand, der, wenn es so ruhig ist, deswegen schreiben muss, sondern ich schreibe gerne, weil gerade viel los ist. Auch den Level. SWR1 Leute heute Vormittag mit dem Schauspieler Philipp Moog, der sehr oft, lange ist es her, Derrick gemacht hat. Mit dem berühmten Horst Tappert, den Sie wie in Erinnerung haben. Natürlich war der Respekt einflößend, der war riesengroß. Ich habe ihn nie ohne Toupet gesehen, aber er war ein wirklich toller Kollege, also er war wahnsinnig professionell, aber war schon auch respekteinflößend. Er hat zweimal Regie gemacht bei zwei der, glaube ich, 17 Derrick-Folgen, die ich gespielt habe, hat er an zweien Regie gemacht. Wie sentimental blicken Sie auf diese Derrick-Geschichte zurück? Also sentimental nicht. Das war eine Zeit und die ist auch vorbei. Es waren auch diese Texte, die vom Reinecker geschrieben wurden. Das war so eine bestimmte Zeit. Die wurden immer esoterischer. Mhm. Aber diese Geschichten in Münchner reichen Vorortvillen, Leute mit Personal und sowas. Ja, das war diese, und der Aufforderung Zeit, an Harry, den Wagen zu holen. Das habe ich nie gehört. Okay. Das war eine Phase. Christoph Waltz haben Sie da mal in einer Episode erlebt. Genau, der war einer meiner beiden Kumpels. Wir haben unser Unwesen getrieben und er war einer meiner Kumpels im zweiten Derrick Mord inklusive. Ja. Es gibt ja Derrick-Fans bei Facebook und die sprechen über diese alten Folgen. Großer Schauspieler, Christoph Waltz, mit einer späten Karriere. Mhm. Toll, ich bin begeistert. Ja. Also ich finde den super. Wenn ich ihn sehe, bin ich immer begeistert. Sie haben auch mitgespielt, apropos Begeisterung, im letzten Film von Hannelore Elstner, die jetzt als, wenn ich von meiner Branche reden darf, als Gesprächspartnerin jetzt nicht die allereinfachste war. Wie haben Sie Hannelore Elstner bei diesem letzten Dreh erlebt?
Auch als sehr professionell, muss ich sagen. Also das war, als ich dann erfahren habe, ich war bereits mit meiner Rolle, die war bereits abgedreht, dass Frau Elsner dann kurz darauf gestorben ist. Das ist schon unglaublich. Also das wussten Sie nicht? Nein, oder? Überhaupt keiner hat das gewusst. Also niemand. Sie war ein bisschen dünner als sonst vielleicht, aber sie wirkte, ich dachte, mein Gott, sie war, glaube ich, auch schon 76. Ja. Aber sie war absolut professionell dort und es ist unglaublich, wie sie das geschafft hat. Dass sie das so lange, also auch körperlich geschafft hat. Also das ist ja auch mental eine ganz, ganz große und bewundernswerte Leistung, sowas durchzustehen, wissend, dass man möglicherweise in sehr naher Zukunft dann sterben wird. Und vor allem die Rolle handelte ja davon, dass sie stirbt. Mhm. Es war eine ganz komische Wiederholung oder eine schräge Wiederholung, weil ich hatte das gleiche Marias letzte Reise mit Monika Bleibtreu gespielt. Ja. Und da hat sie auch jemanden gespielt, die an Krebs stirbt, die meine Mutter gespielt hat und ein paar Jahre später auch gestorben ist. Und das ist schon heftig. Ja. Das war irgendwie so eine Wiederholung, wo ich dachte, was ist denn das jetzt? War das ähnlich bei Monika Bleibtreu? Wusste Nein. die zu dem damaligen nee. Zeitpunkt? Okay. Da war sie noch gesund, aber sie ist ein paar Jahre später gestorben. Aber es war so eine ähnliche Geschichte irgendwie. Wie haben Sie diese Monika Bleibtreu erlebt? Auch eine große, große toll. Deutsche Schauspielerin. Ein Schatz. Weil? Absolut, ganz toll. Weil sie einfach so wie jeder andere, es war absolut, da war keine Hierarchie oder irgendwo, dass sie der große Star ist. Das war eine Familie und es war wie eine Familie, so haben wir auch gespielt und so war das auch. Es war einfach toll und sie ist offen für Experimente, auch beim Dreh. SWR1, Leute, heute Vormittag mit dem Schauspieler Philipp Moog, der im Lauf seiner Schauspielkarriere viele Krimi-Produktionen gemacht hat. Also über Derrick, Horst Tappert haben wir gesprochen. Tatort war auch der ein oder andere größere Auftritt. Ja, also Krimis ziehen sich auch, glaube ich, durchs ganze deutsche Fernsehgeschehen. Da kommt man nicht rum. Aber ich war in vielen Krimis dabei. Der Alte, da waren Sie auch lange mit dabei. Rolf Schimpf war der Kommissar. Mhm. Angenehmer Kollege. Sehr angenehm. Ja? Ja, absolut. Ganz toll. Und Ihre Rolle oder Ihre Rollen? Rollen waren, meistens der Junge aus gutem Hause, der irgendwas verbrochen hat. Ich habe also einer der häufigsten Sätze, die ich sagen musste bei Derrick oder bei der Alte war, ich wollte nicht, dass Vater dabei stirbt. Okay. Ich habe irgendwas ausgefressen. Ging nie gut immer. Dann haben Sie ein paar Jahre Sperling gemacht mit dem großen Schauspieler Dieter Pfaff. Dieter Pfaff, genau. Der ja relativ früh dann verstorben ist. Ja, leider. Ja. Wir haben im Team, glaube ich, 7 Filme gemacht und 2 habe ich mit meinem besten Freund und Kollegen Frank Röth auch geschrieben. Das heißt, dann musste mein Vorgesetzter Dieter Pfaff den Sermon aufsagen, den sein Untergebener geschrieben hatte. Das war dann schon ab und zu mal Ja, es war schon okay, es gab schon mal Diskussionen, aber das war irgendwie trotzdem auf Augenhöhe. Aber wurde schon mal diskutiert. Aber Pfaff war auch kein ganz einfacher. Er war kein ganz einfacher Kollege, aber super toll zusammen gedreht. Ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen, weil er einfach ein toller Schauspieler ist und weil er so ein bauchiger Schauspieler. Und das fand ich einfach toll und es hat einen riesen Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Also da habe ich dann lieber zwischen den Aufnahmen mit ihm diskutiert oder irgendwie, aber oder inhaltliche Sachen in Frage gestellt, was auch immer er gemacht hat. Ja. Aber es war toll, mit ihm zu spielen. Es gibt Leute, die sagen, im Fernsehen, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gibt es zu viele Krimis. Wie ist Ihre Position? Absolut. Ich finde, jedes kleine Kuhkaff hat ein eigenes Kommissarteam. Ich finde es einfach zu viel. Es ist natürlich viel schwieriger, Geschichten zu schreiben, die kein Krimi sind, sondern einfach mal eine Familiengeschichte. Irgendeine Beziehungsgeschichte. Ich finde, das wird viel zu selten gemacht. Es ist immer Krimi und es ist auch so, dass jeder, der irgendwie befragt wird vom Kommissar, sagt, ja, ich hätte ihn leicht umbringen können und so. Das sagt kein Mensch im normalen Leben. Wie oft wird man des Mordes verdächtigt? Denn bei uns ist es Routine im Fernsehen. Ja. Bedeutet das auch, dass die Drehbücher für diese Krimis irgendwie ausbaufähig wären? Absolut, absolut. Ja. Es müssen ganz neue Konzepte her. Ich meine, ich glaube auch im Vergleich zu den Streamingdiensten, da sieht man auch ganz andere Sachen. Es sind ganz oft auch Familiensachen und sind nicht immer nur Krimis. Es ist natürlich dann auch, wird mehr verlangt von den Autoren. Ja. Die Autoren brauchen mehr Zeit, mehr Geld, mehr Raum, dass sie tolle Geschichten schreiben können. Wenn wir am Ende der Sendung in Ihre eigene Zukunft gucken, also fangen wir mit dem Garten an, der ist jetzt so weit wiederhergestellt, dass er nächstes Jahr im Frühjahr vorausgesetzt
der große Wind und der große Sturm kommt nicht, wie der passabel dasteht? Also er ist jetzt so weit hergestellt, dass er sich jetzt wieder auf den Winter freuen kann. Genau. Ja. Was machen Sie als nächstes? Ich bin on Tour mit meinem Buch und mache verschiedene Lesungen. Und wie gesagt, das Hörbuch ist gerade raus. Wer Interesse hat, das ist, glaube ich, ziemlich gut geworden. Und ansonsten sind auch zwei Drehanfragen jetzt da für den Herbst. Also okay. Es ist eigentlich läuft ganz gut. Und Synchronrollen? Synchronrollen auch, genau. Also, genau, da habe ich also Neil Patrick Harris und es kommt was mit Owen Wilson wieder. Okay. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ja, ich danke Ihnen.